Das Team Go Rocket Event ist in vollem Gange und wir haben endlich die komplette Aufstellung von den Rüpeln, die nun vermutlich eine Zeit lang bei uns bleiben werden. Auf jeden Fall länger als nur bis zum Event. Und im zweiten Teil des Videos werde ich dann noch eine kleine Kryptosammlung von mir zeigen. Pokémon, die nach der Erlösung ein 100er wären. Doch nicht alle davon möchte ich auch erlösen. Die drei Starter bei den Bossen, Bisasam, Glumander, Shiggy, waren ja doch relativ lange da. Nun ist Machalo bei Cliff, Zubiris bei Sierra, Flunkiefer bei Alo. Das wussten wir schon. Was immer etwas kniffliger ist, sind die Rüpel, die normale Aufstellung. Und dieser Decoy, das ist der Täuschrüpel. Also wenn man mit dem Super Rocket Radar nach Giovanni sucht und es ist nicht Giovanni bei dem Pokestop, kämpft man gegen Knofenser. Ich habe jetzt noch einen von den Giovanni-Radaren und werde mir in den nächsten Tagen gründlich überlegen, ob ich mir ein viertes Krypto Mewtwo holen möchte oder ob ich immer diesen Radar haben will, dass ich die Täuschrüpel abfarmen kann für ein mysteriöses Teil, wenn ansonsten keine normalen Rüpel in der Nähe sind und ich gerne ein 12er-Ei hätte. Also, die Liste von The Silph Road, ich habe die Sätze auf Deutsch übersetzt, sollte da ein Fehler passiert sein, dann liegt das an mir. Natu gibt es gleich bei zwei Typen, und zwar einerseits mal beim Typ Flug. Das ist ein neues Krypto-Pokémon, einmal fangen, einmal entwickeln und dann nochmal fangen, davor erlösen und danach entwickeln, hat man den kompletten Pokédex abgeschlossen. Nichts wirklich Spannendes dabei, genauso wie bei Unlicht. Ich glaube, da hat sich auch nicht mal wirklich was verändert. Bei Gift, da freue ich mich immer, wenn Tanpingyong am Start ist, denn das ist ein Pokémon, welches Bonus-Sternenstaub gibt. Übrigens, alle Pokémon, wo so ein kleines Ball-Icon, ein Symbol dran ist, die kann man fangen. Am häufigsten immer das erste Pokémon, doch bei manchen Rüpeln kann man auch das zweite Pokémon dann in der Pokémon-Belohnung erhalten. Meganie in Krypto, also Endivie, zu Meganie könnte ganz interessant sein für die Go-Kampf-Liga, wenn man da möchte. Typ Elektro, ich liebe diese Rüpel, weil die so einfach sind. Einfach ein Rihornior mit Lehmschelle rein. Die Elektroattacken machen so gut wie keinen Schaden und da mäht man richtig schnell durch. Typ Normal geht auch flott von der Hand. Da können richtig viele unterschiedliche Pokémon gefangen werden. Sehe ich jetzt gerade. Und am Ende sogar, dagegen habe ich heute gekämpft, ein Ursaring. Das ist zwar nicht fangbar, aber dagegen muss man kämpfen. Bei den Pokémon mit dem Kampftypen gibt es Machalo nicht mehr, denn das bekommt man ja jetzt bei Cliff. Dafür eine einfache Gelegenheit auf ein 100er Kikli und Nocturne. Vor allem, wenn es den Wetterboost gibt und ich habe das Gefühl, Typ Kampf wird häufig geboostet, zumindest bei dem Wetter in Wien. Typ W, entweder mit Metagross oder mit Nidoqueen, auch immer sehr einfach machbar. Da hat sich nicht viel geändert. Trassler bekommt irgendwann mal zwei Mega-Entwicklungen. Mega Gardevoir und Mega Galagladi kann man sich auch holen. Das neue, ganz akzeptable Boden-Pokémon, ne Krypto Golbit, gibt es beim Geistrüpel und das ist wohl auch das einzige Pokémon, welches man da bekommt. Also wenn ihr den Satz Buhu Buhu beim Rüpel seht und übrigens auch männlich und weiblich, das ist nicht aus Spaß an der Freude hier abgebildet, sondern danach kann man ein bisschen gehen, um zusätzlich zu sehen, was kann das denn sein. Also da gibt es garantiert Golbit und ein Krypto Golgantes ist ein ganz netter Bodenangreifer für den Raid. Bei Feuer glaube ich keine große Änderung, aber Mega Kamerupt wird mal erscheinen und da kann man Kamerupt fangen, einfache Chance auf eines mit guten IV. Beim Rüpel mit Psycho, hast du Angst vor unsichtbaren Kräften, habe ich natürlich nicht, gibt es ausschließlich Natu das Neue. Und auch selten an zweiter Stelle mal ein Girafarig, wer das verpasst haben sollte bei der vorherigen Rotation. Das neue Onix, wo Kryptostalos ganz fein ist in der Go-Kampf-Liga, bekommt man bei Bringen wir den Stein ins Rollen. Habe ich bisher auch schon ein paar Mal erhalten. Typ Käfer, da finde ich immer Potrot richtig nervig.
Selbst wenn man da was Effektives hat, Wasser, Gestein, Stahl, das hält irgendwie viel aus. Ein Relaxo bekommt man nach wie vor bei dem starken Rüpel. Entweder Siegen ist für Sieger, versuch's erst gar nicht oder bereite dich schon mal auf eine Niederlage vor. Den Rüpel darf man nicht unterschätzen, je nachdem welche Pokémon da auftauchen. So ein Charme von Gardevoir und man hat gleich nur noch rote KP so gefühlt. Typ Eis, keine spannende Änderung, aber Quiekel zu Mamutl in Krypto, bestes Eis-Pokémon, so um den Dreh. Alola Dicta gibt es beim Bodenrüpel ebenfalls neu, kann man sich zumindest einmal holen. Und dann zum Beispiel beim Wassersatz sieht man genau, wenn es ein männlicher Rüpel ist, gibt es den Carpador-Rüpel. Das ist immer so ein Bonus, weil Carpador macht nichts außer ein bisschen verzweifelt rumplatschen. Und beim weiblichen Wasserrüpel bekommt man Weilmäher. Da gab es einen Bug, wenn man das erlöst hat, musste man nur 40 oder so, viel weniger Bonbons bei der Entwicklung ausgeben. Wurde leider mittlerweile behoben. Die Fehler, wo die Spieler profitieren, die sind meistens sehr schnell ausgemerzt. Und ich habe ja neulich beim Community Day mit Dratini mein richtig geniales Dragoran komplett gepusht. Das bekommt man bei Gut gebrüllt ist halb gewonnen. Ist jetzt erst ein paar Tage da, diese Aufstellung. Doch ich glaube, die Liste sollte ziemlich gut hinkommen. Ich sehe da nichts, was nicht stimmt. Der Schilling, Alter. Und dann ist natürlich immer die Frage, erlösen oder nicht erlösen. Das hier habe ich heute bekommen. Das wird ein 100er nach der Erlösung. Ich habe ein 100er Shinux mit dem Hut, aber das kann man nicht entwickeln. Und Krypto Luxtra ist zwar sehr gut als Elektroangreifer, doch ich habe schon bessere. Aber ich würde vielleicht gerne auf die Attacke warten, falls die irgendwann zurückkommt, Psychobeißer. Dann haben wir hier Weilmäher. Da sieht man den Schatten noch und das werde ich mal erlösen und danach entwickeln. Im Allgemeinen, früher war ich eher so 100er fanatisch, vor allem bei Pokémon, die sowieso in der Krypto-Variante nicht sonderlich stark sind oder brauchbar sind. Mittlerweile passe ich da doch ein bisschen mehr auf, vor allem, es bekommen richtig viele Pokémon eine Entwicklung noch. So in neuen Generationen, wo man nicht damit rechnen konnte. Ich meine, wer hätte gedacht, oh, jetzt will ich spoilern, das ist immer schwierig, ein schwieriges Thema. Wer hätte gedacht, dass Pokémon XY vielleicht mal in Karmesin und Purpur eine Entwicklung bekommen wird? Keine Ahnung. Dann so ein Dicta haben wir auch, also ich werde jetzt nicht alle erlösen und entwickeln, oder? Ne, Xatu, Natu, hier auch der Schatten. Ansonsten sieht man im Pokédex nach, aber das machen wir. Das machen wir, das würde ich gerne mal in Krypto sehen. Und irgendwann muss ich noch eines erlösen und dann auch entwickeln. Bei Mewtwo würde ich von einer Erlösung abraten, sage ich mal. Aber hey, wer unbedingt Lust drauf hat, dass die IV besser werden, dass es von den Höllenqualen erlöst wird. Hey, Stalos, ich wollte dich doch eigentlich sehen. Genau, und Frustration verlernen. Da will ich auch kurz einen Tipp zeigen. Bei der Pokémon-Suche. Add Frustration. Und so wird's aber, also wenn ihr wirklich von allen, ihr habt euch die aufgehoben und genau die wollt ihr alle ohne Frustration. Items, Lade-TM, tippen, 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 tippen. Antippen, zack, Items, Lade-TM, tippen, tippen, tippen. Dauert sehr lange. Kleiner Tipp, ihr macht es nicht über die Pokémon-Box, sondern ihr geht ins Inventar, scrollt hierzu den TMs runter, klickt auf die Lade-TMs und gebt hier Add Frustration ein. Und im Idealfall habt ihr da ausgemistet und nur noch die, wo ihr wirklich Frustration weghaben wollt, wie bei diesem Shinux zum Beispiel. Und das verschwindet dann automatisch aus der Liste. Also ich kann hier wirklich jetzt, ich bin jetzt verschwenderisch mit den TMs, weil ich genügend habe und die auch lösche. Aber hier zack, 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 bam, 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 einfach die ganze Zeit hier nur okay tippen. Und so ist man etwas schneller durch. Man darf nur nicht nein tippen. Genau. Macht das wirklich, ihr vergesst ansonsten, macht es sofort bei euren Legendären, bei Mewtwo und Kokage. Das wäre nach der Erlösung ein 100er.
Ich habe schon einige, Hariyama. Das so knapp am Krypto-Hunderter vorbei. Das ist wirklich schade. Und das möchte ich eigentlich nicht erlösen, obwohl ich noch kein Hunderter davon habe. Dann, genau so eins in Hariyama habe ich schon mal gepusht, aber ich glaube, ich brauche keinen neuen Kampfangreifer mehr. Bin ich noch am Überlegen, ob ich das pushen werde. Ja, so eine Ratte ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Dann haben mich die vorherigen Bosse beschert mit dem Ding. Das werde ich aber in der Tat jetzt machen. Kryptosarzenia ist zwar ein sehr starkes Pflanzen-Pokémon. Frustration weg, genau. Aber ich habe auch noch kein Hunderter, glaube ich, und das hätte ich echt gerne. Das wird erlöst. So, und Sarzenia werde ich dann in Normal pushen. Und wenn man das erlöst, für einen Hunderter würde ich es vor der Entwicklung machen. Was ist mit dem Pokémon los? Das eine ganz oben, das andere ganz unten. Weil jetzt hat man ein 100er Knuffenser, dann ein 100er Ultrigaria und dann ein 100er Sarzenia. Angenommen, ihr macht die Erlösung danach und zuerst die Entwicklung, dann habt ihr nur ein 100er Sarzenia im Pokédex. Wie gesagt, alles völlig egal und irgendwie zu viel und kann man nicht sammeln, aber hey, ich mache den ganzen Tag nichts außer Pokémon Go, von daher kann ich ja ein bisschen was hier auch versuchen. Ich werde das nie voll bekommen, das wird niemand voll bekommen, dann denkt man sich, oh, ich habe jetzt alle da und da und da. Dann kommen plötzlich irgendwelche Eventhüte, regionale und sowieso und hast du nicht gesehen. Auf welche WP kommt das eigentlich? Okay, kann man das in der Hyperliga verwenden? Mit PyXL könnte man. Das hätten wir mal erledigt. Dann sowas wie ein Flurmel, wo ich auch nicht weiß. Ja. Und dann, 98er. Kann das nicht ein 100er sein? Aber vielleicht werde ich so eines, das andere eher das Schwächere, für ein 100er Bisaflor Mega-Entwicklung erlösen. Dann ein Knogger habe ich auch bekommen. Davon habe ich schon genug und noch bessere, aber das wäre auch ein 100er nach der Erlösung. Eine Voltoball besitze ich schon in 100. Und das werde ich auf keinen Fall machen. Aber ich habe schon so viele Drachen und die machen Sachen. Also Krypto Brutalander, Top Drachenangreifer, also wirklich Platz 1, 2, 3, so in der Art. Aber ich habe auch Krypto Dragoran, ich habe schon ein Krypto Brutalander. Wie viele braucht man? Deshalb, genau, und dann noch so ein paar kleine Fänge, die ich noch aufgehoben habe. Das könnten alles 100er sein. Team Go Rocket, die einfachste Möglichkeit an 100% IV-Pokémon zu kommen. Natu erlösen und zu Xatu. Aber ihr müsst selbst wissen, wollt ihr es erlösen für einen 100er? Na, oder pusht ihr die Krypto-Variante, na, und kämpft damit ein bisschen rum. Jeder sammelt was anderes. Jeder hat andere Ziele in Pokémon Go. Na, lasst euch von niemandem was reinreden und zockt so, wie ihr Bock habt. Na, außer wenn jemand Taubsi nicht mit einer Sananabeere und einem Hyperball fängt, dann würde ich schon was sagen, aber ansonsten nicht. Na gut, bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.